Liebe Freunde, ich begrüße euch auf unserem Kanal Made in Russia. Heute zeige ich euch was Geiles, das was schon viele erwartet haben. Einen Urgestein aus Russland, UAZ Hunter. Geht's los! Jeder Offroad-Fahrer kennt natürlich schon das Auto, den UAZ Hunter. Ich werde jetzt euch kurz über die Entstehung und die Geschichte erzählen. Im Auftrag der sowjetischen Armee startete im Dezember 1972 die Serienproduktion des Geländewagens UAZ 469 im Ulyanovsky Autowerk. Die Abkürzung UAZ steht für Ulyanovsky Autozavod, auf Deutsch Werk. Der UAZ 469 war das Hauptfahrzeug für sowjetische Offiziere. Im Jahr 1985 wurde das Modell modernisiert und ab da als Modell 3151 bezeichnet. Ab November 2003 gab es weitere Modernisierungen und der UAZ bekam den Namen 3151-95 Hunter. Jedoch die Basis aller Modelle ist praktisch unverändert geblieben. Im Frühjahr 2014 kündigte das Management des UAZ die Einstellung der Produktion an, doch aufgrund der stark angestiegenen Nachfrage beschloss das Werk im Februar 2015 die Produktion weiterlaufen zu lassen. Das Modell wurde wieder aktualisiert, es bestand die Sicherheitsanforderungen und bekam die Euronorm 5. Für mich bedeutet dieser Wagen ganz viel, denn ich bin mit dem Wagen aufgewachsen. Als Kind, also erzähle ich euch eine kleine Geschichte, war ich oft mit meinem Papa, der war Bauingenieur, und der war oft unterwegs mit Dienstwagen, also der hatte so Bauobjekte prüfen müssen und wir waren oft, beziehungsweise war der oft unterwegs mit so einem Wagen und er hat mich mitgenommen. Und als Kind war meine Lieblingsstelle hier hinten, dürfte ich stehen und natürlich nach vorne gucken. Und wenn wir aus der Stadt rausgefahren sind, dann dürfte ich also heimlich hier praktisch nach vorne klettern. Würde ich hier jetzt kurz zeigen. Und dann bin ich hier gestanden und an dem Griff hier, der war damals aus Metall, also und stehend gefahren. Und da waren oft so schlechte Straßen und die lange Motorhaube hat sich so bewegt. Das war, ich weiß nicht, das liegt wirklich schon am Herzen. Es ist so eingewachsen. Also, und ich freue mich so riesig, dass ich heute nach über 40 Jahren immer noch den Wagen bewegen kann und jetzt selbst steuern. Also das finde ich einfach mega. Generell ist das Auto sehr, sehr interessant gebaut. Also hat viele Besonderheiten. Ich werde aber euch kurz erzählen über diese Besonderheiten, was das Auto alles hat. Zum Beispiel, also wie schon gehabt, auch schon bekannt aus der Geschichte UAZ Buchanka. Der hat nur einen Scheinwerfer. Also links, rechts sind die Scheinwerfer gleich. Der Wagen hat genauso nur einen Blinker, links und rechts gleich. Blinker seitlich genauso, nur ein Stück, links, rechts gleich. Schauen wir aber die Türen an. Also, wenn Sie ganz genau gucken, die Türen, vordere Tür und die hintere Tür, das Unterteil von denen, unterscheiden sich nicht. Also, die Türen sind genauso gleich. Das Oberteil von der Türen ist abschraubbar, also man kann die Oberteile abschrauben, praktisch die Türen halbieren. Und die Oberteile sind kreuzweise austauschbar und das Werk produziert im Endeffekt nur zwei Türen, einmal links, einmal rechts. Genauso wie alle Militärfahrzeuge in Russland oder fast alle, der UAZ Hunter hat zwei Tanks. Links und rechts jeweils 35 Liter. Die Tanks sind gleich. Serienfahrzeug hat ganz normale Metallstoßstange mit zwei Haken hier, also Abschlepphaken. Bodenfreiheit hat das Auto 21 cm. So, die Karosserie ist eigentlich auch von altem 469 geblieben. Jetzt hat er zwar Stahldach, aber dieses Stahldach ist nur verschraubt. Theoretisch, man könnte aus dem Wagen immer noch einen Cabrio bauen. Die Frontscheibe hat sogar immer noch hier Scharniere
Und die Frontscheibe, wenn die abgeschraubt ist, oben sehen wir jede Menge Schrauben. Die Frontscheibe könnte man dann nach vorne komplett umklappen. Das hintere, also das Dach auch abmontieren. Da haben Sie komplettes Cabrio, so dass Sie unter der Brücke fahren können, also irgendwo sich verstecken müssen. Die technischen Daten. Das Leergewicht 1760 Kilo, Gesamtmasse 2495, die Zuladung beträgt 735 Kilo. Die Länge 4,10 Meter, die Fahrzeugbreite ohne Spiegel 1,73 Meter, die Höhe 2,02 Meter, Wassertiefe 50 cm. Die Motorhaube. So, der Wagen hat 2,7 Liter Benziner Euro 6, 135 PS. Gucken wir mal, was er so besonders hat. Also der hat schon elektronische Einspritzanlage, elektronische Gaspedal, ziemlich große Batterie auf der rechten Seite. Alles ziemlich übersichtlich. Ja, sehr guter Zugang zu der Lichtmaschine. Die ist auch oben verbaut auf der rechten Seite. Die kann man sehr leicht tauschen. Serienmäßig hat das Auto selbstverständlich ABS, Servo. Das Auto ist sowas einfach gebaut und genial gebaut für heutige Schrauber. Die werden alle begeistert sein von der Technik. Es ist alles leicht zugänglich. Überall kommt man gut rein. Man braucht keine speziellen Werkzeuge. Also wirklich top. Also macht, es wird wirklich Spaß machen, also etwas zu gucken, zu prüfen oder so was etwas zu ändern. Also der Wagen ist wirklich also geil dafür geeignet. Mir fällt jetzt gerade ein russischer Spruch ein. Ich sage das jetzt in Russisch. Хочешь, чтобы сын не вырос наркоманом, купи ему УАЗ. So, jetzt kommen wir zu dem Kofferraum. Die Tür geht, die Heckklappe geht nach links auf. Und wir sehen hier den Kofferraum. Der ist zwar nicht so tief, dafür aber schön hoch. Ich würde jetzt einfach einsteigen. Und man könnte hier einfach hinsetzen. Also früher gab es Versionen mit seitlichen zwei weiteren Sitzen. Man könnte praktisch zu siebt fahren, aber bei uns in der EU jetzt seitlich fahren ist verboten. Also man darf nur in Fahrtrichtung oder Gegenrichtung fahren. Aber von der Platzierung her, der hat hier die Rücksitzbank. Die Rücksitzbank kann man natürlich nach vorne umklappen. Jetzt. Also man musste natürlich noch die Gurte runterziehen, aber im Endeffekt kann man das Ganze nach vorne umklappen. Und man sieht, es hat einen riesigen Raum, riesigen Kofferraum. Hier, also es ist ein kleines Häuschen praktisch hier. Und die Rücksitzbank, die haben wir jetzt einfach umgeklappt. Aber ich sehe, wir haben hier nur drei Schrauben und dann könnte man den Sitz komplett ausbauen. Also dann für die Jäger vielleicht wäre das interessant oder für die Reisenden. Also den Kofferraum könnte man schon ganz anders gestalten. Also die Höhe ist auch passend. Also ist super, einfach geil hier. Oh, ja, jetzt haben die Sitze, die Rücksitzbank komplett umgeklappt. Und schaut hin, man könnte praktisch hier einen guten Nickerchen machen. Ja, also der hat einfach Platz, die Rücklehne komplett nach hinten gelegt und man nutzt das als Notschlafmöglichkeit. Ja. Wer weiß, was man dich erwarten kann. Gut, dann werden wir jetzt die Sitzposition prüfen. Wie sitzt man so in so einem Wagen? Also, die Sitzposition ist gut. Man sitzt ordentlich, wie auf einem Stuhl. Aber die Türen sind so schmal, dass ich praktisch meinen Kopf bei der B-Säule habe. Beziehungsweise ich könnte schon aus der
aus dem hinteren Fenster rausschauen. Wenn ich den Sitz noch weiter zurückstelle, wo ist das Zeug? Ah, ist schon am Ende. Es ist schon am Limit. Ja, ihr seht's. Hinter mir ist schon die hintere Tür. Aber die Sitzposition ist gut. Es funktioniert. Ich sehe gut die Instrumente, die Spiegel, das Frontglas. Vor mir ist lange Schnauze, wie die Russen sagen, 2 Meter Leben. Gut, jetzt steigen wir hinten ein. So, ihr habt es gesehen, ich habe den Fahrersitz komplett nach hinten gestellt. Jetzt gucken wir mal, was wir da haben. So. Platz haben wir hier mega. Also meine Knie, also ich habe noch Beinfreiheit noch mehr als genug. Auch hier die Höhe reicht noch aus. Also ich bin 1,81 Meter groß. Hier habe ich wirklich super Platz. Und was hier noch geil ist, ich kann die Rücklehne, schaut's hin, einstellen. Ich kann noch lockerer fahren. Ja, auch genauso wie man vorne, also sitzt genauso hinten. Ich sitze dann neben dem Kofferraumfenster. Also die Tür ist weiterhin nach vorne irgendwie versetzt. Aber ist egal, also mir ist wichtig, dass jetzt ich gut sitzen kann. Die Rücklehne kann ich einstellen. Was hier natürlich fehlt, ja, der hat nicht mal Kopfstützen. Nachrüsten, viel Spaß euch. Also, wie gesagt, also hier bleibt keiner ohne Arbeit. Und der Platz rechts ist noch einzeln einstellbar. Und noch was, also was wir hier entdeckt haben. Isofix-Anschlüsse, also die Rücksitzbank ist ausgestattet auf 2 Stellen, links und rechts jeweils, hat Aufnahmen für Kindersitze. Das finde ich gut. Also für Familie mit Kindern, also die werden sich bedanken dafür. Der Boden ist super. Hier gibt es keine Teppiche, alles Gummi. Also ist leicht abwischbar. Also man könnte ruhig aus dem Schlamm, aus dem Dreck ins Auto einsteigen und einfach den Boden waschen mit Schlauch, raus damit mit dem Dreck. Und hier gibt es auch keinen Tunnel. Ja, also wir haben hier geraden Boden. Also die Kinder spazieren hier gerne zwischen vorderen und hinteren Sitzen. Also hier hat man wirklich super Raum. Jetzt muss ich euch was ganz Besonderes zeigen, also wie im 21. Jahrhundert, also das Werk hat immer noch nicht geschafft, den Heizungshahn, den Seil nachzurüsten. Das heißt, am Werk, Sie sehen hier keinen Heizungsschieber. Vorne rechts vor dem Beifahrersitz, hinter dem Armaturenbrett, befindet sich der Heizungsregler. Und ab Werk, also wir haben diesen Seil jetzt nachgerüstet, ab Werk ist er aber nicht drin. Das heißt, also wir haben nur diesen kleinen Hebel dabei und wenn wir, also wir im Winter sind, beziehungsweise wenn die Kälte kommt, wir müssen einfach hier ran den Hebel von unten, von oben nach unten stellen. Das ist praktisch für Winterposition. Und für Sommer einfach mit der Hand, zack, also Heizung ausmachen, fertig. Was wir natürlich also bei jedem Fahrzeug nachrüsten, diesen Heizungsschieber bzw. den Seil, wir verlängern den nach oben. Und jetzt kann man natürlich die Heizung an- und ausmachen. Sieht natürlich etwas lustig aus. Denn ist das ein Schock vom Lada Samara. So, zu dem Armaturenbrett. Also die Zündung, Zündschloss ist links, wie fast bei damals allen russischen Fahrzeugen. Dann haben wir hier das Tacho. Dann haben wir
die Benzinanzeige. Benzinanzeige also zeigt für beide Tanks an. Also jetzt ist der Haupttank der linke. Wir können aber hier umschalten. Dann zeigt die Anzeige den linken Tank. Obere Stelle ist der rechte Tank. Dann Temperaturanzeige für den Motor, Öldruckanzeige und Voltmeter. Dann hat er hier ein paar Anzeigen, also übliche Anzeigen, was jedes Auto eigentlich hat. Gurt, Batterie, Öldruck, Motorcheck. So, dann hat er 12 Volt Steckdose. Unten hat er Knopf Warnblinkanlage. Das habe ich schon gesagt, Heizung. Heizung an, aus, also nicht verwechseln, das ist kein Schock. Gerade dieses Modell hat auch extra Differentialsperre. Und hier haben wir Lichtschalter, Standlicht und Abblendlicht. Dann der Lüfter. Die Belüftung von außen, also ich kann hier den Hebel hochziehen und die Außenklappe auf und zu machen. So, dann hat er Nebellicht hinten. Oben, also die Innenbeleuchtung, das Licht, das habe ich schon gezeigt, die Benzinanzeige, da ist die Blende frei. Es gibt in unserem Autohaus drei verschiedene Modelle von UAZ Hunter. UAZ Standard, UAZ Hunter Expeditionsmodell in Orange mit verstärkten Stoßstangen, mit Reserveradhalter, mit Dachgepäckträger, ein paar weitere Optionen. Und Topmodell bei uns ist natürlich Modell Jungle Edition. Der ist hat größte Ausstattung. Also ich werde jetzt aber nur kurz darüber erzählen. Zu dem Jungle Edition Modell, die Unterschiede, Hauptunterschiede. Das Auto hat Fahrwerk, ein Rieffahrwerk plus 5 cm. Das Auto ist um 5 cm Höhe. Sie sehen schon die verstärkte Stoßstange auch von der Firma Riff. Die Seilwinde, die Kotflügel. Verbreiterungen, natürlich größere Räder, Trittbretter, Dachträger, extra Arbeitslöcher oben und im Innenraum hat der Klimaanlage. Dann kurz nochmal nach hinten. Hinten hat er auch eine verstärkte Stoßstange mit Anhängerkupplung und Reserveradträger auf der Stoßstange dann. Ah ja, und noch den Leiter. Also hier kann man richtig hochklettern. Hoppla. So, jetzt haben wir genug erzählt. Es wird Zeit, eine Runde zu fahren. Auf geht's. So, jetzt sind wir auf der Straße. Also als erstes muss ich sagen, man sitzt hier ganz schön hoch. Also deutlich höher als durchschnittliche Fahrzeuge, die jetzt mir auch entgegenfahren. Die Sicht ist sehr gut. Etwas laut. Der Wagen hat gar kein Radio. Nicht mal eine Schacht für das Radio. Es gibt aber eine Konsole für oben, wo wir das Radio einbauen können. Aber braucht man das? Hier sinkt alles. Hier sinkt der Motor, das Getriebe, Lüfter. Das Auto lebt. Hier ist das ja einfach anders. Man muss das mögen. Aber schön. Die Lenkung ist sehr leicht.
Ein bisschen schwimmt der auf der Straße. Links, rechts. Ist zwar Gewohnheitssache, also mir stört das nicht. Also mit dem Wagen kann man auch sparsamer fahren. Verbrauch offiziell liegt zwischen 10,5 und 14 Liter, je nach Fahrverhalten. Durchschnittlich verbraucht er 12 Liter. Benzin natürlich. Die Beschleunigung von 0 auf 100 laut Werksangaben zwischen 13 und 16 Sekunden. Das ist aber schon mal nicht schlecht. Also mit 135 PS. Der zieht gut, der hat Kraft. Auch Anhängelast hat er, 2,5 Tonnen Kraft hat er. Also da ist er für die Leistung mit 2,7 Liter Motor mit 135 PS packt er ganz leicht. Jetzt, wenn ich die Fenster zumache, wird etwas leiser. Aber die Fenster habt ihr schon gesehen, oder? Auf, zu, auf, zu. Also keine elektrische Fensterheber, nicht mal einen Kurbel, einfach Schiebefenster. Ja, kann nichts kaputt gehen. Jetzt geben wir Gas. Wie alle russischen Fahrzeuge braucht der Urs genauso eine Einfahrzeit. Das heißt, zwischen 2.000 und 3.000 Kilometern müssen wir schon die erste Inspektion machen. Bei der ersten Inspektion müssen alle Öle gewechselt werden. Also nicht nur Motoröl, sondern Getriebe, Verteilgetriebe und beide Achsen. Während der Einfahrzeit dürfen wir nicht schneller als 100 fahren. Dann nach der Inspektion können wir dann die Geschwindigkeit steigen. Zu der Geschwindigkeit überhaupt. Der Wagen kann 150 km/h packen, aber dann seid ihr gefährlich, glaube ich, auf der Straße. Man muss das Lenkrad richtig halten. Das ist kein Rennwagen, der ist dafür nicht gedacht. Also bequeme Geschwindigkeit zwischen 90 und 110. Da kann man ganz normal fahren. Also der Wagen hat zuschaltbaren Allradantrieb. Auf der normalen Straße fahren wir mit Heckantrieb. Und Allrad kann man dazu schalten. Und die Untersetzung. Und die hintere Differentialsperre. Das kann man alles dazu schalten. Aus der Erfahrung kann ich schon sagen, auch Nachteil bei dem UAZ Hunter, was vielen und zumindest mich sehr störend ist, die Scheiben beschlagen sich, wenn es viel regnet. Es regnet auch rein. Der Wagen ist nicht so dicht und die Frontscheibe sowie auch seitliche Scheiben werden schnell zugedeckt. Dafür gibt es natürlich als Lösung, als Zubehör beheizbare Frontscheibe und hintere Scheibe. Die kann man nachrüsten lassen. Oder wenn man einfach länger fährt, dann ist es auch weg. Also, aber wenn man im Winter mit dem Auto startet, wenn es lange regnet oder im Herbst, wenn das Auto mehrere Tage unter dem Regen steht, sie kommen und starten, erst einmal beschlagen sich alle Scheiben, bis die Heizung durchgelüftet ist, bis sie trocken ist. Danach, ja, also trocknet die aus und dann werden die Scheiben frei. Aber das dauert einfach. So, dann wird es Zeit, das Auto im Gelände zu testen. Fahren wir natürlich ein Stückchen im Gelände. Jetzt sind wir ins Gelände gekommen. Ich schalte jetzt Allrad ein und gleich die Untersetzung. Also mit Untersetzung hat der Wagen praktisch doppelte Kraft. Und ich lasse jetzt Gas los. Mal gucken, ob das Auto von alleine fährt. Und es fährt. Also ich habe jetzt, ich betätige jetzt gar keine Pedalen, kein Bremspedal, kein Gaspedal. Das Auto rollt von alleine. Jetzt komme ich auf einen Berg, mal gucken, was passiert. Macht er Selbststeuerung oder nicht?
Sehr gut. Brutal. Also, in Schrittgeschwindigkeit, ohne Gasbetätigung, Berg rauf und runter, macht er ohne Probleme. So, jetzt geben wir etwas Gas, zweiten Gang. Also da packt er ganz leicht, also das ist für den gar kein Problem, durch dieses Gelände zu fahren. Man braucht wahrscheinlich eher was Größeres, irgendwo im richtigen Offroad-Park, weil die Hindernisse, die wir da haben, macht der ohne Probleme. Als Antrieb bzw. die Achsen bei dem Wagen, könnte ich kurz sagen, der hat beidseits, also vorne und hinten beide Starrachsen. Vorne hat er Schraubenfeder, hinten Blattfedern drin. Also packt er ganz leicht. Also der fährt sich wirklich wunderbar. Das ist ein richtiger Geländewagen. Macht echt Spaß. Geräusch ist bekannt vom Unimog, würde ich sagen, mit Untersetzung. Jetzt gucken wir mal, ob wir was Härteres finden könnten. Sollen wir den dreckig machen? Das Gelände ist trocken ziemlich, also wir haben fast kein Wasser. Die ganzen 3 Tage hat es nie geregnet. Aber wir fahren doch. Wir probieren etwas in Schlamm zu fahren. Wie geil ist der? Oh! Oh, Scheiße! Also, mein Fazit zu dem Fahrzeug. Der Wagen ist einfach mega geil. Was erwartet ihr noch von mir? Was kann ich noch von einem Wagen sagen, von dem ich begeistert bin? Das Topmodell, Modell Jungle Edition, kostet ab 25.990. Ich habe jetzt soweit viel gesehen. Wenn euch gefallen hat, kommt einfach nach Prutting vorbei zur Probefahrt. Nehmt die Fahrzeuge mit, besucht uns. Vielen Dank für das Zuschauen und bis bald.